Herzlich willkommen in Sophias veganer Welt. Am liebsten würde ich immer nur schöne Dinge mit euch teilen, bunte Gesichter, lustige Sachen, leckeres Essen, positive, optimistische Weise Menschen für vegane Ernährung und vegane Lebensweise begeistern. Aber das ist leider aufgrund der momentanen Situation in diesem Land nicht möglich. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Video machen werde. Und ich fange jetzt einfach mal an, weil ich will einfach ein paar Sachen mit euch teilen. Ich habe mich in den letzten Wochen viel auch mit Freunden und Bekannten unterhalten über die momentane Situation in Deutschland, über die rechte Stimmungsmache, über Fremdenhass, Hass gegenüber geflüchteten Menschen. Und es gibt Leute in meinem Freundeskreis, die haben Angst. Die haben wirklich Angst. Und es gibt Leute, die sagen, ach, ich würde am liebsten auf eine thailändische Insel fahren, mich nicht damit auseinandersetzen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin wütend. Ich bin richtig wütend. Und die ganzen Geschehnisse haben mich wirklich extrem politisiert im letzten Jahr. Und ich fühle mich wirklich gezwungen, eine Meinung zu haben, die laut zu sagen und auch zu teilen. Und ja, ich will einfach ein paar Dinge loswerden. Einerseits, was mich wahnsinnig wütend macht, ist dieser totale Mangel an Empathie, an Nächstenliebe in unserem Land. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin in Bayern aufgewachsen, sehr, sehr, sehr christlich, katholisch da. Und ich bin eigentlich immer in dem Glauben aufgewachsen, dass das Nächstenliebe was ist, was ganz, ganz groß geschrieben wird in Deutschland. Also wir haben das so in der Schule gelernt, dass man einfach Leuten, denen es schlechter geht, hilft. Egal, ob das Leute sind, die eine Verletzung haben, die alt sind, die traumatisiert sind, die vielleicht eine körperliche Behinderung haben. Menschen, denen es schlechter geht als dir selber oder die ärmer sind als du selber, dass du denen hilfst. Damit bin ich aufgewachsen. Und es schockiert mich wirklich, dass anscheinend sehr, sehr viele Leute in diesem Land diese Grundidee der Nächstenliebe komplett ausschalten. Also das ist was, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und dann wirklich immer so mit diesem Gegenargument zu kommen, ja, das sind alles böse Menschen, die uns was Böses wollen. Also sich so vereinnahmen zu lassen von, natürlich gibt es Terroristen und natürlich gibt es Verbrecher. Aber die Mehrzahl dieser Menschen, die zu uns kommen, sind einfach Leute, die in Not geraten sind und die zutiefst traumatisiert sind, die eine Todesangst treibt. Und das finde ich wirklich schockierend, wo dieser Grundwert ist. Und auch bei den anderen Punkten, die ich noch erwähnen werde, finde ich es auch einfach schockierend, dass das viel zu wenig meiner Meinung nach auch von der Politik und auch von Medien und so weiter einfach thematisiert wird. Als nächstes, was mich wirklich wütend macht, ist der Sozialneid. Dass es permanent immer heißt, wieso hat denn der Flüchtling ein Smartphone? Wieso kriegt er ein Bett über dem Kopf? Wieso kriegt er überhaupt was zu essen? Wieso darf der sich überhaupt darüber echauffieren, dass er vielleicht was essen möchte, was halal ist? Der soll froh sein, dass er nicht verhungern muss hier. Ja, ich meine, keine Ahnung, worum geht's denn da? Das ist irgendwie, und dann auf einmal diese absurde Solidarisierung mit unseren Obdachlosen, mit den armen Leuten, die zu wenig Rente kriegen. Natürlich tun mir die Leute leid, die zu wenig Rente kriegen. Das ist auch wirklich ein Problem unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung, dass diese Leute zu wenig Rente kriegen und von gewissen Defiziten in der Politik. Aber dass sich auf einmal irgendwelche Leute für die Obdachlosen interessieren. Ganz ehrlich, ich möchte mal wissen, ob ihr den Obdachlosen schon mal auch nur einen Cent gegeben habt, ja, also das ist einfach irgendwie am falschen Ende angefangen und wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, wir haben ein Sozialsystem, wir haben ein Gesundheitssystem, bei uns muss niemand verhungern, ja, es gibt eine Arbeitslosigkeit und es gibt manche Leute, denen es nicht im Verhältnis nicht so gut geht, aber wir haben alle keine existenziellen Ängste. Das gibt's bei uns nicht. Wir müssen alle nicht verhungern und wir müssen alle nicht um unser Leben fürchten und davor irgendwie entführt, gefoltert,
weiß ich nicht, einfach umgebracht zu werden, weil wir was Falsches gesagt haben. Das passiert hier nicht wirklich, ja. Und ich verstehe halt nicht, wovor der Deutsche da Angst hat, was ihm weggenommen wird. Uns geht's wahnsinnig gut. Und selbst wenn viele Leute zu uns kommen, können wir das handeln. Es wird sich natürlich was ändern. Es wird nicht, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und auch die Gesellschaft wird sich verändern. Ich lebe in Neukölln, ich lebe in einem Schmelztiegel, in einem, wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Ich erlebe das jeden Tag. Aber das ist was, das hat es in der Geschichte immer gegeben. Und das ist halt genau der Punkt. Und das geht mir auch so wahnsinnig auf den Keks. Grenzen dicht machen, das ist irgendwie, ich meine, das ist wie wenn man im Kindergarten sich hinterm Vorhang, den Kopf hinterm Vorhang steckt und sagt, keiner sieht mich, ja, dann, dann werde ich auch nicht gefunden. Also, dass Grenzen zumachen keine Probleme löst, dass es ernsthaft Politiker gibt, erwachsene, gebildete Menschen, die sich hinstellen und sagen, ach, das ist die Lösung, wir machen einfach zu. Ich meine, wie absurd ist denn das? Die Menschen kommen so oder so, aber wir müssen verdammt nochmal dafür sorgen, dass so wenige wie möglich auf dem Weg verrecken. Weil das andersrum würde ja implizieren, dass wir wollen, dass sie auf dem Weg verrecken. Und das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt, und da bin ich, finde ich auch, dass das viel zu wenig thematisiert wird, ist einfach die historische Verantwortung, die wir in Deutschland haben. Und ich bin kein großer Freund von Erbschuld, ja. Ich kann auch nichts dafür, dass mein Großvater mütterlicherseits ein scheiß Nazi war. Finde ich auch nicht geil. Aber es ist halt so. Und der Punkt ist einfach, wir Deutschen haben uns im 20. Jahrhundert zweimal komplett in die Scheiße geritten. In diesem Land wurde der Holocaust erfunden. Wir sind dafür verantwortlich, dass es eine systematische Massenvernichtung gab. Wir sind nicht in der Position zu sagen, wir helfen niemand anderem. Wenn uns damals niemand geholfen hätte nach dem Zweiten Weltkrieg, dann wird es uns auch nie so gut gehen, wie es uns jetzt geht. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht bewusst. Damals wurden Essenspakete nach Deutschland geschickt, damit wir hier nicht verhungern. Und mein Vater ist 1941 geboren. Der war als Kleinkind ein Flüchtling. Und wenn dem damals niemand was zu essen gegeben hätte, dann gäbe es mich gar nicht. Und damit bin ich absolut kein Einzelfall. Ganz, ganz viele Menschen haben noch in der nächsten oder übernächsten Generation waren die Verwandten selber Flüchtlinge. Und da geht es auch gar nicht drum, was jetzt der historische Hintergrund ist, warum diese Menschen geflüchtet sind. Sie waren in Not und es wurde ihnen geholfen. Und der Punkt ist einfach, dass ich finde das unverantwortlich, dass sich nicht ein Politiker mal hinstellt und sagt, hey, jetzt hört mal alle zu. Wir, also abgesehen davon, dass das sowieso ein Grundrecht ist, dass man, wenn man vor einer Gefahr flieht, dass einem geholfen und dass man aufgenommen wird, wir sind am allerwenigsten in der Position zu sagen, nö, uns geht das alles nichts an. Der Platz neben mir ist leider nicht mehr frei. Ja? Also mich macht das wirklich so wütend. Und ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte in diesem Video ist, weiterhin dazu aufzurufen, zu spenden und sich zu engagieren. Ich bin gerade so wütend. Ich habe mit meinen Bürokollegen vor einer Weile angefangen, ein Hilfsprojekt, das heißt Help Don't Hate, gegen Hass, ins Leben zu rufen. Wir sammeln noch bis Ende Januar. Ihr findet den Spendenlink in der Information zum Video. Und ich habe ganz bewusst die Kommentarfunktion deaktiviert, weil natürlich gibt es in diesem Land eine Meinungsfreiheit, aber ich bin einfach der Meinung, dass das, was in den letzten Monaten passiert, das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Da geht es um Morddrohungen, Diffamierung, Volksverhetzung und dem möchte ich auf meinem Kanal wirklich kein Ventil bieten. Und ja, ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, was unsere Werte sind. Und es gibt in dem Zusammenhang auch ein schönes Zitat von Hermann Gmeiner. Das ist der Gründer der SOS Kinderdörfer. Die SOS Kinderdörfer wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, aus einer Situation heraus, weil es sehr viele deutsche und österreichische Kriegsweisen gab, weil es einfach Menschen gab, die keine Zukunft gehabt haben, denen geholfen werden musste. Und Hermann Gmeiner hat damals gesagt, nur wenn wir teilen, haben wir den Frieden auf der Welt. Den Frieden lernen, das ist nichts weiter als teilen lernen. Und wir alle, wir müssen teilen lernen.
Und das haben wir wahrscheinlich einfach nie gelernt. Aber dann müssen wir das jetzt einfach wieder lernen. Und ja, teilen oder was abgeben ist das Größte, was man machen kann. Und man bekommt so viel zurück. Und deshalb kann ich das einfach nur unterschreiben. Und ganz ehrlich, manchmal, ich wünsche niemandem was Böses, aber wenn Leute undifferenzierten, unreflektierten Blödsinn schreiben, den ganzen Tag im Internet, würde ich sie mal einen Tag in so ein Kriegsgebiet stecken. Und ich war zwar noch nie in einem Kriegsgebiet, aber ich habe mal eine Gewaltsituation erlebt, wo ich Todesangst hatte, wo ich einen Menschen vor mir hatte, der mich ohne weiteres umgebracht hätte. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann fragt man sich nicht mehr, warum dieser Mensch nicht mehr zu Hause bleiben will. Dann will man einfach nur noch weg und woanders hin. Mitgefühl ist einfach das Größte, was wir in der Situation machen können. Und alles andere ist falsch und unverantwortlich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.